Ja, hallo! Ich freue mich, dass du reinklickst. Schön, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern können. Gott ist bei dir, da wo du gerade bist. Ob im Kinderzimmer, im Esszimmer oder im Wohnzimmer oder vielleicht bist du im Auto irgendwo unterwegs. Gott ist bei dir und Gott ist bei mir. Und als Zeichen dafür, dass Gott da ist, möchte ich gern eine Kerze anzünden. Vielleicht feierst du zusammen mit einem Erwachsenen. Dann könnt ihr euch jetzt auch eine Kerze holen und sie gemeinsam anzünden. Licht macht es hell um uns. Licht macht es warm in uns. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Also, was ist denn hier los? Oh, das hört sich fast ein bisschen an. Lilli Maus, das hört sich ein bisschen nach dir an. Oh, na, wie hörst du dich denn an? Oh, voll ätzend, alles voll mega blöd. Ui, so schlimm gleich. Oh, was ist denn so mega ätzend blöd? Ich habe meine Matheaufgabe noch gar nicht fertig gemacht. Ah, und? Weil das ist ja auch so, meine Lehrerin ist nicht da und meine Mitschüler sind nicht da und ohne die geht es schon mal gar nicht. Und jetzt ist auch noch meine Motivation weg. Nein. Die ist weg. Na. Ja, und jetzt ohne Motivation geht sowieso schon mal gar nichts. Und dann wollte ich noch meine Mama fragen. Aha. Was wolltest du sie denn fragen? Ich wollte fragen, ob sie, ich hatte da so eine Aufgabe zu machen. Und da habe ich eine Frage, verstehst du? Klar, und? Ja, sie hat nur gesagt, psst, geh weg, psst, du musst leise sein, hat sie gesagt. Ich bin in einem Meeting, da darfst du nicht stören. Psst, jetzt, psst, hat sie gesagt. Psst. Ja, und jetzt? Jetzt weiß ich auch nicht, jetzt mache ich eine Pause. Jetzt machst du eine Pause? Oh, das ist doch eine gute Sache, ich mache eine Pause. Und ich habe mir gedacht, du könntest mir eine Geschichte erzählen. Ach, jetzt komme ich wieder ins Spiel. Also jetzt nicht, was für eine Geschichte soll ich da erzählen? Also nicht irgendeine. Ich habe tolle, große Mauseohren, da kann ich voll gut zuhören. Ach, dann könnte ich dir vielleicht eine Geschichte erzählen mit ganz vielen, mit Geräuschen. Dann hörst du, dann kannst du sogar mitraten, was für Geräusche da sind. Ah, das klingt doch super, super gut. Ja, los geht's. Okay, los geht's. Dann geht's los. Ja, wir gehen nach Israel. Genauer gesagt nach Jericho. Super, bin dabei. Ja. Herzlich willkommen hier in Jericho. Mensch, heute ist ja schon einiges los. Wir sind hier am großen Stadttor. Vor dem Stadttor sitzt Bartimäus. Bartimäus ist blind, schon sein ganzes Leben lang. Die Palme, die direkt neben dem Stadttor wächst, hat er noch nie gesehen. Vor ihm steht eine Schüssel. Manchmal hört er,
wie jemand Geld reinwirft. Ach, und da ist ja auch Elias. Hallo, Bartholomäus. Psst, verrat mich nicht. Versteckst du dich wieder vor deiner Mama? Ja. Psst, verrat mich nicht. Dann sieht sie mich noch. Bartholomäus hörte, wie die Leute in die Stadt gingen. Und da? Hast du das auch gehört? Das war doch ein Kamel. Das kann ja nur eins bedeuten. Die Händler sind wieder da. Sie waren wochenlang durch die Wüste gereist. Wenn sie kamen, war immer besonders viel los in der Stadt. Dann roch es nach Schweiß und Salz und Sand, nach Kamel und nach fernen Ländern. Die Wüstenschiffe, wie die Kamele auch genannt wurden, brachten kostbare Gewürze mit. Dann roch es nach Zimt und Koriander, nach Nelken und Rosmarin. Endlich das große Stadttor, endlich kann ich es sehen. Wir sind da! Das war eine Reise. Wir können froh sein, dass wir diesen Sandsturm überlebt haben. Fast wären wir in der Wüste verdurstet. Gott sei Lob und Dank, wir sind da. Los, Leute, macht Platz! Schau mal, hier kommt Josia. Elias, ich bin doch blind. Ich kann ihn nicht sehen, selbst wenn er vor mir stehen würde. Stimmt, tut mir leid. Da ist auch seine Mama. Die sieht ja wütend aus. Hör mal, was sie sagt. Da bist du ja endlich, Josia. Wie siehst du denn aus? Nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Schau dich doch mal an, wie dreckig du bist. Ich hab dir doch gesagt, dass wir in den Tempel gehen. Dann ist doch klar, dass du nicht auf den nächsten Baum klettern kannst. Miriam, lass gut sein. Man sieht den Fleck doch kaum. Bist du blind? Nee, ich nicht. Der schon. Lass uns jetzt zum Tempel gehen. Ich möchte rechtzeitig fertig sein, um Jesus zu sehen. Der kommt bald. Auf Jesus bin ich auch schon gespannt. Dann los. Mama, Mama, wer ist Jesus? Komm. Erzählst du mir von ihm? Los jetzt. Jesus kommt? Kennst du ihn? Nein, aber ich habe viel von ihm gehört. Er kann heilen, Elias. Wenn mir jemand helfen kann, dann er. Wow, dann ja echt viele Leute. Mensch, jetzt dränge doch nicht so. Mensch, jetzt sehe ich nichts mehr. Mensch, seid doch einfach mal leise. Jesus! Seid still! Ruhe, bitte! Jesus! Aber Bartholomäus ist nicht ruhig. Er ruft ganz laut, Jesus! Immer wieder. Und dann hört Bartholomäus, wie sich Schritte nähern. Eine Stimme sagt, komm, Jesus ruft dich. Tastend geht Bartholomäus Schritt für Schritt und dann steht er direkt vor Jesus. Bartholomäus hört, dass Jesus ihn fragt, was willst du, Bartholomäus? Was möchtest du, dass ich dir tue? Ich möchte sehen können. Jesus sagt zu Bartholomäus, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dir geholfen. Und da, auf einmal, sieht Bartholomäus Farben. Er schaut sich um. Er sieht das große Stadttor. Er sieht die Kamele, die vielen Menschen, das rote Haus. Ob er auch Elias in seinem Versteck entdeckt? Danke, Jesus. Ich will ab jetzt mit dir zusammen unterwegs sein.
Wow, den Jesus, den finde ich cool. Ja, erzähl. Na, also, da war ja dieser Bartimäus und der hat gerufen, Jesus, ganz laut. Und dann kamen solche, die haben gesagt, pst, 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 sei ruhig, ha, sei ruhig. Oh, hab ich mich aufgeregt über die. Konntest du den Bartimäus sicherlich auch gut verstehen, gell? Wie man sich da so fühlt, wenn jemand pst, pst, pst sagt, gell? Ja, genau, hab mich voll geärgert. Und dann hat Jesus gesagt, kommt, bringt ihn zu mir. Und dann stand der Bartimäus vor Jesus und konnte mit ihm reden. Stimmt. Und der Jesus hat gesagt, Bartimäus, was möchtest du von mir? Was willst du? Dann durfte er erzählen, wie es ihm geht und was er möchte. Ja, das stimmt. Ja, das finde ich toll. Ja, genau. Und weißt du, Lili Maus, es ist, glaube tatsächlich so, dass Jesus immer Zeit hat für dich und für mich, für den Bartimäus, ja, und für alle anderen auch. Dass der nicht pssst sagt und sei leise und geh sonst wohin. Ja, sondern dass man immer zu ihm kommen kann, so wie es einem gerade geht. Und weißt du, dann ist mir noch was aufgefallen. Ach, dir ist noch was aufgefallen? Ja, das habe ich gerade vergessen. Ja doch, ja, der Bartimäus, am Ende, gell, wo er wieder sehen konnte, da ist der mit Jesus mitgegangen. Ja, das stimmt. Und ich habe mir gedacht, mit wem gehe ich denn mit? Jetzt wird spannend. Ja, mit wem gehst denn du mit? Ich? Wie meinst du? Also, ich gehe doch nur mit Leuten mit, die ich kenne oder denen ich vertraue und wo ich weiß, die meinen es gut mit mir. Ja, stimmt. Voll gut beobachtet. Ja, natürlich würde ich auch so machen. Siehst? Und der Bartimäus, der hat Jesus gesehen. Seinen Augen. Aber ich glaube, er hat ihn noch viel mehr mit dem Herzen gesehen und hat gesehen, der meint's gut mit mir. Absoluto gut. Absoluto guto. Absoluto guto. Super gut meint das mit Bartimäus und mit mir und mit allen. Stimmt, das gilt ja für uns alle. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Das ist ein Ohrwurm. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Dann lass uns den doch nochmal singen, oder? Und ihr könnt alle mitmachen. Juhu! Mal los! Volle Kanne, klar, das ist das Bild. Lapparera, meinem Gott, vertraue ich gerne. Er meint es absolut so gut mit mir. Meinem Gott, vertraue ich gerne. Er meint es absolut so gut mit mir. Mein Gott gibt mir viele Versprechen, ich weiß, er hält sie nicht fest daran. Yeah.
lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Danke, Jesus, dass du immer bei uns bist. Danke, dass wir immer zu dir kommen können und dir alles erzählen. Ich bitte dich, dass du bei allen bist, denen es gerade nicht so gut geht. Die Angst haben, die krank sind, die traurig sind, die alleine sind. Ich bitte dich, dass du ihnen ganz nahe bist und sie dich spüren können. Gemeinsam wollen wir das Vaterunser beten, mit Bewegungen, macht gerne mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen und ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Gottes gute Hände sind wie ein großes Zelt, das uns beschützt und fest zusammenhält. Gottes gute Hände sind wie ein großes Zelt. Er beschützt dich und mich und die ganze Welt. Amen. Jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Bis dahin! Halt! Halt! Huch, ich habe doch noch ganz viele Geräusche entdeckt. Oh, stimmt, die Geräusche, die habe ich ja ganz vergessen. Ja, also, ich habe da entdeckt, und zwar, da ist jemand über Steine gelaufen und hat es gemacht, das waren also Steine. Und da habe ich noch deutlich Fußspuren gehört. Mhm. Und dann habe ich ein Kamel gehört und dann ist noch...
die Schale da was reingefallen. Gell? Mhm. Genau. Und, dann hat es doch so geklappert. Ja, weißt du, was das war? Den siehst du hier auch öfters, hier auf den Wiesen, schwarz-weiß und im Winter aber fliegt er nach Afrika. Ein Storch! Genau, es war ein Storchengeklapper. Und habe ich auch einen Esel gehört? Ja? Nee, glaub nicht. Achso, schade. Aber ein Kamel. Genau, Kamel hast du gehört. Mhm. Dann habe ich natürlich noch viele Stimmen gehört. Und, oh, das sind doch schon mal ganz schön viele. Ja, das sind ganz schön viele. Vielleicht habt ihr noch mehr Stimmen gehört, Geräusche gehört. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig erinnern. Ja, aber die Kinder, die wissen vielleicht noch mehr. Ja, das stimmt, vielleicht gerade auch noch mehr. Weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Ja, aber das war ja schon richtig viel. Ach, das hat Spaß gemacht. Was machen wir eigentlich mal wieder? Sowas? So ein Quatsch, ja, so ein Quatsch. Ja, weiß ich nicht, wann wir wieder so einen Quatsch machen. Tschüss, tschüss. Jetzt ist mal gut, jetzt komm, jetzt mach mal aus. Jetzt, nein. Du das nächste Mal vielleicht wieder mitmachen. Jetzt komm, mach aus. Ja, also gut, ich mach aus. Gut, machen wir zusammen aus.